Heute schaue ich mir den Triton Fathead mal näher an und mache einen Test, um herauszufinden, wie sich das Mikrofonsignal durch seinen Einsatz verändert. Dynamische Mikrofone haben zuweilen einen nicht zu hohen Output und benötigen in diesem Fall einen Vorverstärker, um das Signal rauscharm anzuheben. Zwar kann man von wenig bis unendlich viel Geld für einen Preamp ausgeben, doch im Home-Recording-Bereich und bei einfachen Audio-Interfaces reicht der Fathead meist vollkommen aus. Am Ende verlinke ich noch ein Video, welches ich komplett mit dem Fathead und einem Shure SM7B eingesprochen habe, was für viele eine beliebte und kosteneffiziente Kombination darstellt. Der Triton Fathead wird in einer schlichten Plastikhülle und einem Stoffbeutel geliefert. Mehr braucht man noch nicht, außer natürlich 24 oder 48 Volt Phantomspeisung, um ihn zu betreiben. Diese wird heutzutage jedoch selbst vom günstigsten Audio-Interface geliefert. Es gibt ihn übrigens in zwei Versionen, bei der die eine die Phantomspeisung nach dem Fathead abschneidet und die andere noch Phantompower zum Mikrofon durchlässt. Also aufgepasst, denn einige Mikrofone könnten bei der falschen Wahl beschädigt werden, was meist für ältere Modelle gilt, oder sollte es zu Verdrahtungsfehlern gekommen sein. Einen Link zu beiden Versionen findest du unten in der Beschreibung, bei deren Nutzung du keine Extrakosten hast und den Kanal in Zukunft etwas unterstützen kannst. Dort findest du auch noch weitere Infos und Meinungen von anderen Usern. Der Fathead wird einfach zwischen Mikrofon und Interface gesteckt und verstärkt das ankommende Signal dann fest um 27 Dezibel. Die XLR-Buchsen sind gut und sitzen, wenigstens bei meinem, eher straff als locker. Schon fast ein bisschen zu straff für meinen Geschmack, aber das wird sich nach regelmäßigem Gebrauch sicher ändern. Die Phantomspeisung betreibt im Stecker selbst vier Class A JFET Preamps, die den Widerstand auf 22 Kiloohm erhöhen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein und fügt manchen Signalen eher noch etwas Luftigkeit hinzu. Ob sich das auf den Klang auswirkt, will ich jetzt im Test noch mit dir herausfinden. Zu bedenken ist dabei, dass es natürlich Unterschiede bei dem Mikrofon an sich durch die Serienstreuung geben kann und so beide minimal anders klingen können. Allerdings fand ich beide eigentlich sehr konform und sah dies bestätigt, als ich beide Signale ohne Preamp übereinander gelegt habe. Am besten hörst du dir die Beispiele übrigens über vernünftige Lautsprecher oder Kopfhörer an, um dich ganz auf die Unterschiede fokussieren zu können. Als erstes spiele ich beiden Mikrofonen eine Frequenz von 440 Hz bei gleichem Pegel vor, um zu sehen, ob auch tatsächlich 27 Dezibel Verstärkung zustande kommen. Anhand der Messung vom Spektrometer sehe ich, dass das ziemlich genau zutrifft. Als nächstes teste ich das Grundrauschen, um überhaupt zu hören, womit wir es hier zu tun haben. Blende ich nun das Triton-Signal ein, erkennt man, dass es unter 100 Hz etwas gezähmt wird, was ich eigentlich nicht verkehrt finde, da ich diesen Bereich bei Sprachaufnahmen eigentlich ohnehin gerne rausdrehe, um Rumpeln zu vermeiden. Weiter oben wird sogar noch eine Schippe draufgelegt, sodass etwas mehr Brillanz zutage tritt. Bei der Klangfärbung gibt es also bis hierhin schon mal ein klares Ja. Ob einem das gefällt oder nicht, ist vom jeweiligen Anspruch abhängig. Jetzt kommt aber endlich die Sprachaufnahme. Als erstes ohne und danach mit Fathead. Hör genau hin und achte darauf, wie die Höhen sich verändern. Dies ist ein Test vom Triton Fathead Audio Vorverstärker mit 2 SM57. Dies ist ein Test vom Triton Fathead Audio Vorverstärker mit 2 SM57. Lege ich auch hier die Signale übereinander, wird noch mehr deutlich, dass untenrum einiges beschnitten wird und oben hier und da die Höhen etwas hervorgehoben werden. Insgesamt für Sprache gut und es gibt die beschriebene Luftigkeit. Bei anderen Situationen, wie zum Beispiel der Aufnahme von Instrumenten, könnte es den Charakter jedoch auch nachteilhaft färben. Muss man sein Audio-Interface oder Mischpult erst auf Anschlag drehen, bevor ein Signal verwertbar wird, hat man mit dem Fathead eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, dies zu umgehen. Besitzt man allerdings schon einen geeigneten Vorverstärker, bringt der Fathead eigentlich keinen Mehrwert. Nimmst du also deinen Livestream oder Voice-Over auf oder nutzt ein Mic für den Game-Chat und merkst, dass dein Interface etwas sehr ackern muss, um Pegel zu liefern und anfängt zu rauschen, bist du mit dem Fathead eigentlich super bedient, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Wie eingangs erwähnt, muss es nicht immer ein teurer Preamp sein. Ein modernes Recording-Studio hat komplett andere Ansprüche als ein Heimanwender und legt teilweise Wert auf Klangfärbung und Bedienbarkeit eines Vorverstärkers. Aber selbst hier wäre der Triton wohl keine schlechte Wahl. Ein großer Preamp benötigt oft auch etwas mehr Know-how und kann für den ungeübten Nutzer eher zur Fehlerquelle denn zum Heilsbringer werden. Dennoch verlinke ich eine populäre Empfehlung unten in der Beschreibung. Solltest du dir dazu übrigens auch ein Video wünschen, schreib es in die Kommentare.
Die Klangfärbung ist tendenziell Geschmackssache oder zu vernachlässigen und die Bedienung einfach und ohne Umstände. Ich würde den Preamp also empfehlen und reichen dir die Möglichkeiten irgendwann nicht mehr aus, kannst du ohne große Verluste immer noch upgraden, denn für den Preis bekommt man in der Tat ein tolles Stück Technik. Für meinen Bedarf wäre alles andere eigentlich Overkill und letztlich sollte auch das Mikrofon selbst nicht unerwähnt bleiben, denn das ist immer noch das, was den Schall in ein Signal wandelt und beeinflusst den Sound somit am meisten. Ein gutes Mic ist für guten Sound also schon mal wichtig, sowie ein guter Raumsound und Erfahrung im Einsprechen und Singen. Der Fathead ist da nur ein Teil in der Kette, wenn auch ein wichtiger. Das war's mit meiner Meinung zum Triton Audio Fathead. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo. Und willst du noch mehr über den Preamp herausfinden, schau mal in diesem Video oder den Links in der Beschreibung vorbei.